Pissoir-Plätze, wo keine sind. Vor allem, weil sie nicht gebraucht werden. Und die Kabinen sind auch leer. Naja. Zumindest habe ich Munition gefunden. Ah. Und die Manuskriptseiten haben einen Vorteil. Wir haben eine ungefähre Ahnung, was uns erwartet. So. Bleib doch einfach liegen. So. Ich hätte ihn ja auch einfach ignorieren können, aber das wäre zu einfach. Ach. Ah. Irgendwie war das klar, dass man auch aussteigen kann. So. Upsi. Das war ich nicht. Muss ich nur lang? Ich glaube ja einfach hier lang. Ach nee, da ist eine Barrikade hinter, da kommen wir nicht durch. Konzentrieren. Konzentrieren. Verdammt, wo muss ich lang? Ach, hier oben sieht. Ach, hier oben sieht gut aus. Einfach mal zu Barry fahren. Ach ja. Super. Komme ich da etwa nicht durch? So allgemein. Wow. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Du lebst aber noch, ne? Kontrollpunkt erreicht. Ja. Es war der Entführer. Sie Mistkerl, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen.
Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ja, ich verstehe. Aber was will er mit dem Manuskript? Er schien jetzt nicht von der Dunkelheit befallen zu sein. Auch wenn es die Geschichte von Wake erzählt, dann bringt es ihm ja nicht viel. Oder? Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Die Dunkelheit kontrolliert die Besessenen. Bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Unheimlich. Hier. Ja. Leuchtpistolenmunition. Barry? Du kannst die Tür aufmachen. Wir sind weg. Glück gehabt. Batterien, nimm! Hey Alice, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Oh. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im O-Theater. Gutes Kind. Geschichte wird immer verstörender. Come here. Pretty please. Alan Wake. Ende von Folge 2. Ja, das ist doch ein super Abschluss für diese Folge.
Mal sehen, was uns in der nächsten Episode erwartet. Sehr mysteriös. Vor allem, es wird immer verwirrender. Ich meine, was bringt es dem Entführer, unser Skript zu haben? Vor allem, er will ja das Manuskript, nicht irgendeines. Was hat es mit dieser mysteriösen, dunklen Witwe auf sich? Die Verkörperung der Dunkelheit. Naja, warum spekulieren, wenn wir auch einfach weitermachen können? In der nächsten Folge.